Germanistik umfasst die romanischen Sprachen. Bei uns an der Uni Düsseldorf sind das die Sprachen Italienisch, Spanisch und Französisch. Das Studium gliedert sich in drei Teile. Wir haben einmal die Literaturwissenschaft, die Sprachwissenschaft und die Sprachpraxis. In der Sprachpraxis erlernt ihr die Sprache, die ihr ausgewählt habt. In der Literaturwissenschaft geht es um die Analyse von modernen und klassischen Werken. Die Sprachwissenschaft behandelt zum Beispiel die Frage, wie sich die Sprache entwickelt hat. Unsere Seminare versuchen immer, Theorie und Praxis miteinander zu vereinen, miteinander einhergehen zu lassen. So können Sie zum Beispiel Literaturanalysen durchführen, Sie können Filmanalysen, Medienanalysen durchführen. Neue Medien wie Twitter spielen bei uns eine Rolle, Analyse von Werbesprache spielt eine Rolle. Außerhalb der Grundkurse gibt es noch weitere interessante Möglichkeiten, die Freizeit mit den Sprachen zu gestalten. Beispielsweise gibt es einen französischen Theaterkurs und einen Workshop zur spanischen Filmuntertitelung. Romanistik sorgt dafür, dass die Absolventen sehr breit aufgestellt sind. Also im entferntesten Sinne arbeiten später viele Studierende im textproduzierenden Gewerbe, weil sie eben eine besondere Sensibilität für Sprache und Kommunikation entwickelt haben. Eine weitere Sparte ist die Öffentlichkeitsarbeit, die Kulturarbeit, abseits der klassischen Berufsfelder wie Sprachvermittlung. Im Vergleich zu anderen Universitäten haben wir kleine Lernergruppen mit einer sehr intensiven Betreuung unserer Studierenden. Das ist immer ein Dialog auch auf Augenhöhe und vor allen Dingen ist es eben ein Dialog. Die Kurse sind nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Das heißt, man kann sich aktiv einbringen und man findet schnell den Anschluss zu den anderen Studierenden. Unsere Uni in Düsseldorf hat sehr viele Partnerunis in ganz Europa, unter anderem in Madrid, in Brüssel, in Mailand. Für kürzere Auslandsaufenthalte gibt es die Möglichkeit, Exkursionen zu machen, zum Beispiel nach Toulouse oder Madrid. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Auslandspraktika zu machen. In der Romanistik sind die Leute sehr verschieden. Die einen machen Spanisch, die anderen Französisch, die anderen Italienisch. Aber wirklich alle sind hilfsbereit und freundlich und offen. Und das ist das Besondere an der Romanistik. Romanistik ist eben nicht nur Sprachenlernen, sondern auch Lernen, wie Sprache beispielsweise funktioniert. Wie facettenreich Sprache sein kann, was überhaupt Sprache ist und wie sich Sprache ausdrückt, wie Kommunikation funktioniert beispielsweise oder auch wie sich Sprache niederschlägt in unterschiedlichen Medientypen. Bis bald, hasta luego, a presto und a bientôt a Düsseldorf.